Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Village. Hallihallo, hallöle. So, jetzt wollen wir hier nochmal die Burg weiterbauen. Die Burg ist schon fertig. Die Burg steht hinten auf Berg. Wir wollen hier die Bibliothek weiterbauen. Lalalalalo, ich habe gute Laune. Ich kann wieder aufnehmen. Juhu, juhu, juhu. Oh, das Aufnehmen hat mir gefehlt. Das könnt ihr euch vorstellen, wie sehr mir das Aufnehmen gefehlt hat, ey. Das ist krass. Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Ding hier baue ich bis unter die Decke. Das wird hier bis unter die Decke gebaut, das Ding hier. So. Fuck. Ich meine, Pock. Ja, ich würde es gerne bis unter die Decke bauen. Jetzt muss ich aber hier mit Slabs hier so ein bisschen... So, da ist jetzt die Decke für mich. Pock. So, baue ich halt mit Slabs hier. Das ist auch nicht schlecht, ne? Können wir mal machen. So, runter und weiter bauen. Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen. Jetzt muss ich mich erst wieder daran erinnern, wie habe ich das in der letzten Aufnahme gemacht. Genau so habe ich das gemacht. Da dran lang, doing, 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 doing. Ach ja, das Village, wie habe ich es vermisst. Sehr habe ich es vermisst. Das gute Village. Das ist schon, ja, es ist vermisst worden meinerseits. Generell habe ich das Minecraft-Aufnehmen vermisst. Das ist immer so... Ist ja schön und gut, wenn man dann Minecraft zockt, aber das Minecraft-Aufnehmen macht halt noch mehr Spaß. Weil wenn man sowas baut für sich alleine, ist zwar schön und gut, aber es ist halt für sich alleine und damit langweilig. Ja, doof. So, da nochmal einen dran lang. Hier wieder. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ne, das ist Quatsch. Hä? Das ist Quatsch, was ich hier mache. Das ist absoluter Quatsch. Der muss weg, der muss weg. So, so ist richtig. Und die Musik habe ich auch vermisst. Ich gebe es zu, ich habe nur die Musik vermisst. Ich habe natürlich nur die Musik vermisst. Alles andere ist ja scheißegal, aber die Musik. Die Musik, die gute Musik, meine gute Aufnahmemusik. Die habe ich vermisst. Die habe ich mir tatsächlich angehört beim... Masterarbeit schreiben, habe ich mir diese Musik angehört, weil ich dachte, komm, die passt, die ist ohne Gesang, da kannst du vielleicht was zu. Wieso springe ich jetzt runter, wenn ich noch genug Steinstufen habe? Das war jetzt sinnfrei, jetzt bin ich umsonst runtergesprungen. Ich sollte erst in mein Inventar gucken und dann springen. Spring nicht, Andrea, spring nicht! Lass das sein, das ist das nicht wert. Recht habt ihr. So, da sind wir schon wieder. Einmal 1, 2, 3. Du kommst weg. So. Das. Dann hier wieder mal das Spielchen. So, und dann würde ich sagen, hier mache ich das Ding noch dicht. Wieso habe ich das hier nicht dicht gemacht? Keine Ahnung. So, und den hier. Komme ich da ran? Ja, ich komme da ran. So, so kann man auch Cobblestone Slabs loswerden. Jetzt packe ich hier noch die letzten Stone Slabs hin. Und dann, Pock, wird das hier mein Ausgang. Da kann ich dann rausgehen. Also eine Tür baue ich hier jetzt rein, wenn ich das hier klappt. Ja, das klappt. So, dann kann man hier nämlich schön auf die Terrasse raus. Und den Weg da, den kann ich zumachen. Ich habe wahrscheinlich keinen polierten Diorit mehr im Inventar, oder? Doch! Hey, Andrena, du bist genial. So, auf go. Auf goats, wollte ich sagen. Auf geht's. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg nach unten. So. Das. Der polierte Diorit kommt da in die Lücke rein. Tock. Und jetzt haben wir es hier schon. Jetzt wird das hier alles, was hier Erde ist, wird abgerissen. Ich muss hier aber aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie blöd runterfalle, dann habe ich ein Problem. Dann darf ich wieder hochlaufen. Und das ist ein Problem. Weil ich nicht gerne hochlaufe. So, alles entfernt. Perfekt. Der Schandfleck ist auch entfernt. So, jetzt muss ich oben noch eine Tür reinbauen. Jausa, sieht das geil aus. Guckt euch diese Treppe an hier. Die ist schon geil. Die ist schon echt geil. Eine Cobblestone ist halt nicht das Schönste, aber mein Gott, egal. Ich hätte natürlich auch eine Holztreppe bauen können, ne? Aber ich habe noch so viel Stein.
Holztreppe ist. Nee, wir lassen das so. Okay, also, habe ich noch Cobblestone dabei? Ich habe sogar noch Cobblestone dabei, den brauche ich nämlich jetzt. Um hier die Treppe vernünftig zu verkleiden. Und Fackeln sollte ich setzen. Die habe ich sogar noch da. Perfekt, da und da. Cobblestone, Cobblestone hier und da und überall. Ja, das finde ich da, wenn du ihn brauchst. Das ist der Cobblestone. Der blanke Cobblestone hier. So. Was ist das denn für Musik? Habe ich die schon in der Liste gehabt? Habe ich meine Liste umgestellt? Nee. Ich kenne das Musikstück gar nicht. Wie ihr übrigens hier gerade durch das Fenster sehen könnt, baut der Marder hier die Mauer weiter. Die Mauer, das war das Wort, das ich suchte. Wörter kenne ich nicht. Ich kenne keine Wörter. Wörter sind irgendwie nö. So, das sind wir schon. Ist das nicht traumhaft hier? Das ist doch mal ein schönes Ding geworden. Also, jetzt würde ich gerne noch hier die Slabs so platzieren, dass ich hier immer einen Überstand habe. Falsch. So, da, da, einsammeln bitte. Das habe ich ja genial gebaut. Ich muss hier überall tatsächlich diese blöden Mistdinger setzen. Hier nicht. Hier geht es nämlich dann gleich rüber auf die entsprechenden Plattformen. Ja, genau. Das ist es, was ich wollte. Das ist das, was ich tun wollte. Dem wollte ich so tun. Hier allerdings muss ich es bauen. Jawohl, ja. Jawohl, ja, jawohl, ja, jawohl, ja. So, da, da. Ach! Leck mir die Füße. Komm mal her, du. Und da waren die Cobblestone Slabs aus. Ich habe noch keine mehr im Inventar. Okay, egal. Jetzt machen wir erstmal weiter. Und zwar machen wir weiter mit den Plattformen, die eben angesprochen wurden. Die werde ich jetzt hier einziehen. Das sind quasi dann die Ebenen, auf denen dann tatsächlich die Bücher stehen. Also das ist eine Bibliothek. Ohne Bücher ist irgendwie sinnfrei. Deshalb packe ich hier jetzt mal die eine Ebene rein. Da muss ich jetzt mal kurz was nachgucken. Und zwar geht es dann hier rein. Okay. Ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Ich muss jetzt noch was nachgucken, bis wohin das hier geht. Das geht quasi genau bis da, okay. Und dann muss ich einen rein. Hier muss ich einen rein, um das hier wieder so symmetrisch technisch wieder richtig zu machen. Einen rein, einen nach außen, einen rein, zwei nach außen, nicht nach unten. Nach unten ist falsch. So, zwei, dann so, 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 ist das richtig? Ist das korrekt? Nee, ne? Das ist etwas falsch. Ja, da ist was falsch. Ich müsste hier wahrscheinlich noch einen weiter nach außen. Vermutlich, oder? Lass mich mal gucken. Hier bin ich genau da. Hier bin ich genau daneben. Und hier bin ich auch genau daneben. Ich habe aber eins, zwei reingebaut. So. Nämlich so, so. Der muss frei sein. Dann kommt der. Das war das falsche Zeug. Der und der. Jetzt müssen da innen noch jeweils einer raus. Bonk, pock, pock, pock. So? Irgendwie auch nicht. Ah, jetzt muss ich da überall noch innen einen reinsetzen. Ha, so und so. So sieht das richtig aus. So ist das auch richtig. Hier auf der Ebene werde ich jetzt nochmal den Cobblestone rausschlagen. Und dafür dann das wieder einsetzen. Dass ich hier quasi einen fließenden Übergang habe. Das war jetzt wieder dämlich. Dämlich, 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 dämlich. Oder? War das dämlich oder war das nicht dämlich? So, so. Okay, so ist richtig. Ja. Die doch weg. So. Läuft.
Das kann ich nur abschließen. So, wohl, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Jetzt hier die Ebene einziehen, quasi die Ebene vergrößern. Dieser Teil hier soll quasi so, dass so das Fenster quasi frei bleibt. Das heißt der Sinn hiervon. Ob das jetzt so gut aussieht, keine Ahnung. Es ist einfach mal so gedacht, ne? Kann man ja mal einfach mal machen, dachte ich mir. So. Wupp. Ob ihr erstmal. Ach, das ist doch nicht wahr. Das darf doch nicht wahr sein. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal geschafft, da oben das Ding aufzumachen, dass man da rüber kann. Das ist schon mal geil. Ich sollte hier auf der Fläche vielleicht auch nochmal ausleuchten. Ich bin jetzt gerade sehr vorsichtig, weil ich keinen Bock habe, mit diesem Block, der da unten gesetzt wird, dann da rauszukloppen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, da, boing. Jetzt kann ich das hier. Ich wollte sagen, jetzt kann ich das gerade ein bisschen schneller machen. Nee, kann ich nicht, wenn ich es so baue. So. Ah, keine Dings mehr. Doch. Hab da noch genug von. Da hab ich noch genug von. So. Das war ja falsch. So. Das Ganze soll jetzt noch irgendwie in die Richtung größer werden. So quasi. Wie breit? Ich mache es mal so tief wie die Treppe. So tief wie die Treppe ist. So tief soll es sein. Upp. So. Hüpf. Und noch ein. Okay. Das ist doch eine schöne Ebene, um hier die Bücher drauf zu setzen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wollte ich noch was machen, was ich vergessen habe. Das habe ich tatsächlich vergessen. Also, ab hier möchte ich dann diese Rundung einmal nachbilden. Eins. So und so. Dann wieder zwei Stück. So. Einen rüber. Einen in die Richtung. Ein. Rüber. Eine in die Richtung. Dann ein rüber. Zwei in die Richtung. Ein rüber. Zwei in die Richtung. So. Dann haben wir hier das schöne Runde nochmal drin in der Geschichte hier. Jetzt muss ich gleich mal von unten angucken, wie das aussieht. Da muss ich doch mal schauen, wie das denn jetzt aussieht, was ich hier fabriziert habe. Abgesehen davon, dass ich natürlich hier das Fenster dann wieder verschließe, was ich eigentlich nicht wollte. Ach, das klappt so doch nicht, wie ich das vorhab. Na gut, egal. Ich mache es erstmal über diese Ebene fertig. Damit meine Idee, kann ich mir das von unten nochmal ansehen. Klar, da müssen noch Säulen drunter gesetzt werden, sonst bringt das ja alles nichts. Ohne Säulen hier wäre das ja irgendwie sinnfrei. So. Wie wäre es hier viel Platz für viele Bücherregale auf diesen Ebenen? Ah. Komm her. Auch. Und klack, klack, klack. Tack. Hüpf. So, so. Den da noch hin. Ach. Come on. Come on. Da, da, da und da. Ich sollte zumindest hier so ein paar Pseudo-Fackeln hinstellen. Damit mir das hier nicht. Wie da zum Beispiel dieser nette Kollege hier rumspawnt. Das wollte ich ja eigentlich verhindern. Gut, Kollege Schnischu, du stirbst jetzt mal kurz. Ich habe da oben keine Fackeln gesetzt, richtig? Ich habe da oben keine Fackeln gesetzt, oder? Doch, hier sind doch überall Fackeln. Hier sind noch Fackeln. Hier nicht mehr. Okay. Dann sollten wir hier mal Fackeln setzen. Da, da, da und da. Okay, hier oben dürfte eigentlich nichts mehr spawnen. Habe ich hier noch Fackeln vergessen vielleicht? Ja. Hier sind keine Fackeln. Habe ich hier nicht auch irgendwie Fackeln? Ach, genau, da hatte ich keine Fackeln mehr, als ich hier die Fackeln setzen wollte. Da ist eine Fackel. Dann muss da auch eine sein.
Richtig. Aber hatte ich nicht hier auch noch irgendwie Fackeln sitzen? Da und. Da? Ich hatte da Fackeln gesetzt. Ich hatte keine Fackeln mehr, richtig? Ist das richtig? Da und da, okay. Da und da sind Fackeln. Ausleuchten ist wichtig, liebe Kinder. Ausleuchten ist ganz wichtig. Hier sind Fackeln. So, hier fehlen Fackeln. Das heißt, da und da eine Fackel hin. Jetzt ist der Fackelgerechtigkeit Genüge getan. Jetzt kann hier oben drauf nichts mehr rumspawnen. Das wäre auch unschön, wenn hier was rumspawnt. So, das hätten wir. Dann können wir jetzt mal Neochi machen. Ihr merkt schon, ich liebe es, hier runterzufallen in Minecraft. So. Dann wollen wir die Plattform hier mal weiter einziehen. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Jetzt nimmt die Bibliothek endlich mal vor, weil ich möchte nicht wissen, wie die anderen Leute sich aufgeregt haben. Oh, Adrena ist krank und baut die baut diese blöde Bibliothek nicht weiter. Das ist doch doof. Die Wiese wird hier nicht weitergebaut. Was soll das? Ja, jetzt baue ich sie weiter. Ne? Euch zuliebe. Und meinen Zuschauern zuliebe natürlich. Denn die wollen natürlich auch wissen, wie es mit der Bibliothek weitergeht. Mit der wunderschönen. Der wunderschönen Bibliothek. Mehr Steinstufen, bitte. Ich hätte gern diese Mod, die automatisch die Steine quasi nachfüllt in der Hand, dass du da automatisch den nächsten Stack reinkriegst in die Hand. Hätte ich sehr, 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 sehr gerne. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn ich die hätte. Boing. So. Ah. Scheibenkleister. So. Da, da und da. So, die erste Plattform steht. Hier nochmal eine Fackel hin. Und hier auch nochmal eine. So, das ist die erste Plattform. Da habe ich nur gleich das Problem mit dem Fenster. Muss ich mir überlegen. Eventuell wird das dann auf den anderen Ebenen anders gemacht. Dass ich da wieder reinwandere. Ja, das könnte passieren. Die Plattform ist relativ klein geworden. Na egal. Da passen genug Bücherregale hin. Das gleiche passiert jetzt auf der Etage höher. Aber wir machen jetzt eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Village. Das hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mich noch mehrfach in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.